Als. Mann, mach das Bild wieder zurück. Ich möchte deine hässliche Fresse sehen, Alter. Ja, ihr habt den Fernseher kaputt gequatscht, sozusagen. Du bist cool, Junge. Mach auf, du Bastard. Ja. Ja, genau so. Gut. Nico, du langweilst mich jetzt gerade. Ah, lass mal drin, aber. Und irgendwie langweilt ihr mich beide und deswegen muss ich jetzt mal mit. Kinder, ihr müsst wirklich alle Langeweile haben. Wir gehen mal zu Erkan. Fick dich selbst, du blödes Arschloch. Aber ich hab Arschloch, Alter, da bin ich am Hause, den ich hab. Ja, ein ganz wunderschönes Lied. Hallo. Hör, gleich springt er. Ja. Wann schließt eigentlich dein Heim immer, Erkan? Erkan, unser Eunuche. Ein Eunuche mit. Oder Kastraten hat man die früher auch genannt. Wahrscheinlich Eier weg. Dumm gelaufen. Wir gehen zu Dennis. Hallo? Herr Dennis. Ich grüße David und Aris und ich wollte sagen, deine Mutter bläst miserabel. Das will doch irgendwie gar keiner wissen, oder? Ja, komm, aber. Aber hey, was? Junge, Alter, sag deiner Mutter, ich soll den Lippenstift wechseln. Mein Puller sieht schon aus, Alter, wie ein Regenbogen, du Hurensohn, Alter. Ja, den musst du ab und zu mal waschen, den Puller. Das ist dein Problem. Danach tut man sowas nämlich. Wir gehen mal zu Enden, wir gehen mal zu Gero. Ei? Ja, Gero. Ja, ich habe mal eine Frage. Ich wollte mal fragen, warum eigentlich Sachsen und Ausländer in deiner Sendung anrufen dürfen. Ja, weil du hier auch anrufen darfst. Echt? Ja. Ist ja geil. Und ich wollte noch sagen... Es zwingt doch keiner da anzurufen. Nein, es zwingt auch keiner dazu anzurufen, aber ich suche eine Beziehung. Da hast du doch da. Das ist doch keine Beziehung, Mensch, das ist eine Abart. Aber davon mal jetzt ganz abgesehen. Und ich möchte gerne eine junge Dame kennenlernen und da rufe ich da an und dann sage ich, na Mädel, wie alt bist du denn? Also ich bin so 21, erzähle ich dann. Und boah, da wird schon irgendwas vorgefahren sein. Nils ist bei mir. Jo, Christian, was los, du alte Fotze, Alter? Ey, erstmal wollte ich meinen Klassenlehrer und selber den Hurensohn beschimpfen, Alter. Das ist die größte Missgeburt, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Nils, ja? Kannst du mal den Hörer ein bisschen vom Mund nehmen? Man versteht kein Wort. In Ordnung, wenn ich jetzt so rede? Ja, so ist besser. Okay, und jetzt ein bisschen cool, lauter. Ey, von der Marie Curie über Schule her sauber ist der größte Hurensohn, den ich je erlebt habe, Alter. Pass auf, ich habe hier ein paar Leute, die wollen ihm alle einen Text sagen. Außerdem wollte ich dir sagen, du bist der größte Mutterficker, den ich je erlebt habe, Mann. Du bist eine krasse Missgeburt, okay? Ich gebe jetzt weiter an Tony Touch, den Master, okay? Das hört sich an wie ein Rap-Song. Bitte? Hört sich an wie ein Rap-Song, was du sagst. Rap-Song? Okay, alles Frog, ja? Haust du rein, Mann, du arschgefickte Hurensohn. Ey, du schwule Missgeburt, Alter, ich schwöre, ich wollte noch einmal zu. Wie viel seid ihr da eigentlich? Ich bin eine Missgeburt, ich ficke deinen Arsch. Ich ficke deinen Kopf auch, Alter, ich schwöre, deine Mama habe ich schon 10.000 Mal in deinen Kopf gefickt, Alter. Gib mich weiter an Olli, Alter. Kannst du da mal. Ja, du schwule Missgeburt, du. Darf ich dir mal das Mikrofon geben? Nimm es mal die Hand. Kannst du mal die Kamera aufhören? Kannst du dem mal antworten? Ich fick deinen Arsch, du Mist. Ja, pass mal auf, also das finde ich eine Sauerei, wie du hier den Christian da runterkriegst. Du ja, nun antworte dem nochmal. Halt mal auf da, den Christian, der macht doch die Sendung wunderbar. Der setzt sich doch nur für euch ein. Mann, halt die Maul, denn du Scheißgatz. Ja? Nein, also einsetzen tue ich mich für niemand. Das war das Falsche, was du sagen konntest. Halt die Maul, Mann. Okay, danke. Und du bist jetzt auch mal ruhig. Das ist deiner Omi immer so. Und der ziehe ich die Rente ab, Alter. Ja, holst du mal ein bisschen Geld, ja? Ja. Und ist sie da spendabel? Ja, natürlich. Sie gibt mir jeden Tag 100 Mark, Alter. Das habe ich bei deiner Mutter ausgegeben zum Ficken. Aha, das ist ja eine ganz spendable Omi sozusagen. Und das, obwohl du so ein frecher Enkel bist. Ja, ich bin ja auch erst 14. Ja. Ja, und dann musst du jetzt auch ins Bett. Wir gehen mal zu Aldo. Yo, hi Christian. Hallo. Das zieht die richtig, wenn ich heize. Kannst du da irgendwie... Wer zieht? Der Ofen, mein Ofen, wenn ich heize. Ach so. Ich habe schon Schornsteinfeger da gehabt und alles Mögliche. Der hat mal durchgestoßen. Der hat der alte Knochen... Der Schornsteinfeger hat dich durchgestoßen. Der hat da den Ofen durchgestoßen. Das ist ja eine Riesenschweinerei. Der hat der alte Knochen gefunden. Da hat mal der Mieter eine Leiche verbrannt. Ach so. Vermisst du deine Frau zufällig? Ja, die auch, aber die ist es nicht. Wahrscheinlich ist sie dann bei irgendeinem Heizgang da verloren gegangen. Was kann man da machen, du, bei so einem Ofen, wenn der nicht richtig sieht? Kauf dir doch so eine elektrische Heizung. Kann man doch. Das ist so teuer. Oder eine Heizdecke. Hatte ich eigentlich heute auch bestellt, habe ich leider nicht gekriegt. Dann gehen wir zu Marco. Hallo? Hallo Marco. Hallo Rhabarber, darf ich dich ficken? Naja, eigentlich nicht, nö. Weil du siehst so süß aus. Ich möchte dir mal gerne Sperma auf die Backe schmieren. Das ist ja widerlich. Nö. Warum bist du denn so pervers veranlagt? Ach, das liegt bei mir in der Familie, weißt du? Ja. Wie alt bist du? Also vielleicht überlege ich es mir nochmal. 24. Naja, hast du aber schon älter an oder bist schon ziemlich versoffen für dein Alter? Nee, das kann nicht sein. Naja. Na komm, dann drück mich raus. Ja, eigentlich hast du recht, das ist ziemlich langweilig mit dir. Wir gehen mal zu Herbert.
Yuka. Ja, grüß dich, Herr Alachi. Ja, warum schreist du mich so an? Ich schreie nicht. Ich bin gar nicht schwerhörig. Also, ich bin zwar auch nicht mehr der Jüngste, aber schwerhörig bin ich noch nicht. Entschuldige bitte. Gut. Herr Alachi, du siehst schmuddelig aus. Was sehe ich aus? Du siehst schmuddelig aus. Schmuselig? Schmuddelig. Was ist das denn? Du bist ein Schmutzfink. Ach, ein Schmutzfink. Ja, du bist schmuddelig. Schmuddelig? Ja, du bist nicht rasiert. Du hast keine Kultur, ja. Du frisst nur Scheiße vor dich rein. Nein, das ist ein fahrbarer Mittagstisch, das habe ich bestellt. Ja, trotzdem, du bist ein Mann ohne Kultur, ja. Ein kleines Mistschwein. Ja, und wo ist jetzt das Problem? Ja, das Problem bist du. Ach so. Auch du bist ständig im Fernsehen, gestern habe ich dich gesehen, Liebe Sünde. Du hast mich gesehen? Ja, in Liebe Sünde warst du. Liebe Sünde? Ja. Als Frau verkleidet, ich war Lilo Wanders. Da hast du Geschlechtsverkehr mit Tieren gehabt. Mit Tieren? Ja. Mit Waldi. Mit Waldis. Ja, macht Spaß. Heute Abend, der Vorteil an Waldi ist, der klagt nicht. Er lässt es einfach über sich ergehen. Gut, Lavachi. Heute bist du in wahre Liebe, habe ich gehört. Nee, heute bin ich hier. Ja, und danach wahre Liebe. Danach wahre Liebe. Danach mache ich dann wahrscheinlich wahre Liebe, ja. Ja, aber wieder mit Tieren, Lavachi. Ja, heute mache ich es mit dem Vogel. Ja. Ja. Lavachi. Ja. Noch was? Ja, ganz schön lustig, was du da erzählst. Ja, okay, danke. Wir müssen weitermachen und kommen zu Manoli. Und mal keine Sorgen. Hey Chris, warum gibt's bei Star Trek keine Türken? Tja, das weiß ich auch nicht. Also heute Frage der Nacht. Anna. Ja? Anna. Mhm. Mhm. Ja, zweimal Anna. Anna. Mhm. Baden-Baden, kann man auch zweimal sagen. Anna, Baden-Baden. Oder Ficken-Ficken. Ficken-Ficken, auch schön. Hm? In der Werbung, da war gerade eine Beate-Use-Zeitung. Könnten wir ja auch mal Beate-Use-Senior machen. Ich glaube, das würde... Haben alte Menschen Sex? So dämlich zu quatschen, Menschenskinder. Du bist doch ein Vollidiot. Denk doch mal darüber nach. Du kannst das Problem noch gar nicht lösen, wenn du sagst, mehr Kassen und mehr Spiele. Jetzt reg dich doch nicht so auf mitten in der Nacht, Kind. Das ist schon spät. Mann, Alter, du kannst doch gar nicht richtig diskutieren, Alter. Du versuchst doch die Leute nur zwar schon rauszudrücken. Du kannst das Problem doch selber gar nicht lösen, Alter. Was ist da mit dir los? Ja, gut, dafür haben wir dich. Ja, und jetzt drückst du mich wieder raus, weil jetzt... Genau, jetzt drück ich dich wieder raus. Ups. Gut, wir müssen jetzt noch mit Michael sprechen. Hallo? Hallo, Michael. Hallo, ich wollte mal sagen, der Arsch vor mir, der war blöder und, naja, alte Leute, die sind ganz cool eigentlich so, weil die labern nur Scheiße und man kriegt viel Kohle von denen. Hallo? Und zu dir wollte ich eigentlich nur sagen, fuck auf dich, Alter, fuck genau. Auf alle Bullen, du alte Judensau. Herzlich willkommen im Reha-Treff von Rabari, ihr seid, wir merken alle nichts mehr. Jan! Ja, hallo, Krille. Wie Krille? Sind wir schon per Du oder was? Mann, ich muss jetzt einfach mal sagen. Gut, Christian, hast du recht, Chris, da geht immer mit meiner Freundin. Wer will die denn? Hallo. 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 Na und, was willst du? Hast du den Mund voll oder was? Na sag mal, bist du bekloppt, meine Freundin zu beleidigen, Alter, du alte Eierpfeile, Alter, du alte Ostler, du alter Spitz. Die ist bestimmt hässlich, mit hässlichen Frauen rede ich nicht. Rudi. Jo, ich bin auch so eine Eierpfeile. Du Jason. Hallo, Christian. Jason. Na, wie geht's denn, du Schweinenase? Ja. Rotzmaul, du, Alter. Ich überlasse dich jetzt zu meinem Killer. Was möchtest du denn? Hey, Christian, ich bin jetzt vor Alexanderplatz. Wir warten, bis du rauskommst, Alter. Wir sollen Baseball-Köln in den Arsch reinschieben, Alter. Komm doch rein. Komm Na, doch komm einfach rein. Unsere Tür komm. Ist doch offen. Wir machen warte, das sozusagen im Haus. Hallo, Jakob. Wie geht's dir? Hä? Noch gut. Dir gleich nicht mehr. Noch gut? Ja, dir nicht mehr, weil ich dich jetzt rausdrücken muss. 01374449 und Eisi da stehen die ersten Patienten des heutigen Abends. Ihr könntet auch solche sein und hier Platz nehmen auf unserem wunderbaren Stuhl. Warum kommt ihr eigentlich immer alle zu zweit? Das ist doch unglaublich. Habt ihr Angst alleine? Wir haben uns dafür entschieden. Wer bist du? Ich bin ja Markus. Wir wollten dafür kann ja keiner John. Ich bin John. John? Wieso hast du denn so einen englischen Namen? Englischer Name. Egon. 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 Ist auch kein Name. Rumänischer Name. Doch, rumänischer Name. Egon. Rumänischer Name. Aha. Und was warst du? Ich bin der Markus. Nein, was du warst. Was ich war? Ja. Als Beruf jetzt oder wie? Ja, ist mir egal. Was bist du? Ein Mensch. Ein Mensch eigentlich, bist ja. Bist du sicher?